Hallo, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstatt am Funkturm. Heute gibt es mal einen kurzen Video zu unserer Werkstatt, die ja auch schon seit der letzten Woche geöffnet hat. Und wir wollten Ihnen gerne auch mal einen kleinen Einblick geben, wie es jetzt hier so aussieht. Ja, wir stehen vor dem Eingang und man sieht, da ist ein Streifen, da sind Bänke mit mehreren Flatterbändern. Und im Eingangsbereich auch noch Streifen, das kennen Sie vielleicht auch schon von den Videos aus den anderen Einrichtungen. Wichtig ist, Abstand zu halten. Dafür dienen diese Streifen. Das ist der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter, den man einhalten sollte, wenn jemand vor Ihnen in der Schlange steht. Ebenso auf den Bänken. Da darf mittlerweile nur noch eine Person Platz nehmen. Da, wo das Flatterband liegt oder hängt, da sollte man nicht sitzen. Ja, wir hoffen, dass Sie bald auch wieder zu uns kommen können, würden uns sehr freuen. Im Moment sind von den 70 Personen aus der Verpackungs- und Montageabteilung gerade mal 11 Personen da. Das heißt, wir haben Platz ohne Ende und müssen schon richtig schreien, um uns zu verstehen. Wir gehen jetzt einfach mal rein und zeigen Ihnen so, was wir hier vorbereitet haben an Vorrichtungen, gehen einmal durch die Arbeitsplätze und zum Schluss auch einmal durch die Kantine. Ja. So, ich demonstriere jetzt einmal kurz, wie das morgens vonstatten geht, wenn wir kommen. Meist haben wir eine Maske dann auch schon auf. Die können wir hier ablegen und hier haben wir einen Behälter für Schmutzmasken. Unrein steht da drauf. Im nächsten Schritt desinfiziere ich mir meine Hände dann erstmal. Dafür haben wir den Apparat hier hingestellt. Schön verreiben das Ganze. Und dann gibt es hier so einen kleinen Maskenbaum, von dem wir uns eine frische Maske nehmen. Bitte nicht alle angrabbeln, das ist unhygienisch. Die Maske wird dann aufgesetzt. Weil im Gebäude, zumindest in den Fluren, müssen wir auch immer Masken tragen, am Arbeitsplatz nicht mehr. So, wenn ich die Maske auf habe, begebe ich mich weiter ins Werkstattgebäude. Zunächst an meinen Arbeitsplatz, weil wir möchten Staus vermeiden. Wenn hier der Bereich aber frei ist, und jetzt kann der Jan vielleicht mal in den Gang zoomen, sollte der Bereich frei sein, können wir auch in den Umkleideraum gehen. Da haben wir Schilder dran gemacht, frei oder besetzt. Es darf oder sollte immer nur eine Person in den Räumen sein, sowohl auf den Toiletten wie auch in den Umkleideräumen. Wenn ich also reingehe, Schild umdrehen, Tür zu, wenn ich wieder rauskomme, Schild wieder umdrehen, dann kann der Nächste rein. Wir haben dann hier auch wieder Markierungsstreifen. Sollte der Raum besetzt sein, halte ich mit Abstand mich hinter diesen Streifen auf. Und auch auf dem Boden ist ein Pfeil. Wir haben hier Rechtsverkehr eingeführt, weil wir sind ja nicht in England. Wir halten uns immer rechts und wenn uns jemand begegnet, möglichst den Abstand einhalten. Gut, jetzt gehen wir mal zu den einzelnen Arbeitsplätzen. Das macht dann der Matthias, zeigt Ihnen, wie wir unsere Arbeitsplätze gestaltet haben. Ja, hallo, auch von mir nochmal. Und zwar möchte ich ganz gerne mal unsere Arbeitsräume jetzt vorstellen. Die Fermo A ist im Moment komplett zu, weil wir ja so wenig Mitarbeiter sind. Und ihr seht das schon, hier haben wir eine Maßnahme getroffen, dass eben keine Infektion entstehen kann. Normalerweise habe ich die Maske auf, aber sonst versteht er mich ja nicht vernünftig. Und man sieht ja, die Mitarbeiter sind über diese Spuckschutzwände entsprechend geschützt, getrennt. Und auch vom Abstand her passt das so. Also ist in dem Moment keine Infektion irgendwie denkbar. Vielleicht kann der Jan einmal so ein bisschen da filmen, rüberfilmen. Im Moment machen wir noch ein bisschen Brasslerarbeit, also Faltschachteln. Und wir haben auch noch für die Firma Dubbertal arbeiten. Und in jedem Arbeitsraum werden wir entsprechende Maßnahmen auch einrichten, einhalten, damit eben nichts passieren kann in Richtung Corona.
Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Gesund, Fachkräfte sowie ihr Mitarbeiter, hoffentlich auch vollzählig alle wieder zusammen. Und wünsche euch noch alles Gute. Bis bald. So, wir sind jetzt im Treppenhaus des Gebäudes, auf dem Weg zur Kantine. Wie Sie sehen, ist hier noch Flatterband gespannt. Die Kantine ist für die Öffentlichkeit noch geschlossen, nur für unsere Mitarbeiter geöffnet. Und deshalb schleichen wir uns jetzt auch mal da rein. Normalerweise würde ich auch wieder hier die Maske tragen. Aus Gründen der Verständlichkeit lasse ich sie ab. So, wir folgen jetzt dem Dirk. Hier dürfen unsere Mitarbeiter durch. Hier ist nochmal ein Schild zu sehen. Zutritt nur für Mitarbeiter der Lebenshilfe. Nochmal. Ja, und dann sind wir schon im Kantinenbereich. Sie sehen, wir haben ganz viele Tische weggestellt, die Tische so platziert, dass ausreichend Platz zwischen den Tischen ist, dass man sich nicht so nahe kommt. Auch hier sitzt an jedem Tisch nur eine Person. Wenn man sich unterhalten will, wird das manchmal schon ein bisschen schwierig, aber wir haben uns mittlerweile schon dran gewöhnt. Die Küchengruppe, die arbeitet in voller Belegschaft. Also da sind kaum Menschen über 50 oder mit Vorerkrankung. Da mussten wir sogar die Gruppe splitten, dass man 14-tägig arbeitet. Aber im Montagebereich sind wir da noch weit, weit von entfernt. Ja, ich hoffe so als ersten Einblick, dass wir Sie nicht abgeschreckt haben, sondern im Gegenteil, die Lust wieder in die Werkstatt zu kommen groß ist. Wir würden uns freuen, wenn Sie bald wieder arbeiten dürfen. Und ich sage mal an dieser Stelle, toi, 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 bleiben Sie bitte gesund. Und alle, die krank sind, auch die Fachkräfte, denen wünsche ich natürlich eine gute Besserung. Bis bald. Tschüss.